Beim Thema Tinnitus bleibt häufig auch das Thema Hörschaden nicht aus, denn wie die erfahreneren Zuschauer und Zuschauerinnen unter euch wissen, ein Hörschaden kann natürlich auch mit einem Tinnitus einhergehen und kann eng damit verknüpft sein, weswegen es sinnvoll sein kann, seine Ohren ab bestimmten Lautstärken zu schützen. Und ich habe ja schon mal ein Video über Hörschutz gemacht, also über Gehörschutz, was ich darüber denke und was ich selbst verwende. Und ich möchte in dem Video jetzt auch mal darüber sprechen, in was für Situationen ich das für mich anwende. Wenn ihr euch noch generell allgemein darüber informieren wollt, guckt euch mal online, da gibt es Listen, wo aufgeführt ist, welche Geräusche im Alltag oder was für Geräuschquellen generell wie laut sind und ab wann ihr euch schützen solltet. Ihr könnt auch mit eurem HNO oder einem Hörgeräteakustiker darüber sprechen, die kennen sich damit auch aus. Aber ich möchte zumindest aus meiner Erfahrung raus berichten, wie ich das handhabe und was für mich gut funktioniert. Früher habe ich das ziemlich schlecht und verantwortungslos gemacht. Stand im Proberaum bei über 90 dB ohne Hörschutz stundenlang auf lauten Bühnen und vor lauten Bühnen bei weit über 100 dB ohne Hörschutz. Und das hat natürlich bei mir auch leichte Spuren hinterlassen. Ja. Mir fehlt schon die eine oder andere Frequenz, die ich nicht mehr so ganz höre. In den Höhen geht es schon ein bisschen runter. Das ist einfach aufgrund der Tatsache, dass ich jahrelang viel zu laute Musik gehört habe. Wo fängt das jetzt aber an im Alltag? Wo sind die Geräusche, bei denen ich anfange, mich zu schützen? Wo sind die Geräusche, wo ich auf jeden Fall einen Hörschutz benutze? Und wie lange setze ich mich diesen Geräuschen aus, gegebenenfalls ohne Hörschutz, bevor ich einen reinmache oder wo ich es als sinnvoll erachte? Es gibt da so ein paar Grenzen. Das ist jetzt alles meine Erfahrung, die ich gemacht habe für mich. Also das ist jetzt nichts medizinisch Allgemeingültiges. Guckt da bitte bei medizinisch verifizierten Quellen nach, wenn ihr da genaues wissen wollt. Aber ich habe es für mich wie folgt gehandhabt. Wenn ich einem Geräuschpegel von mehr als 80 Dezibel ausgesetzt war, dann war das grundsätzlich erstmal kein Problem. Das ist sowas wie, wenn wir im Proberaum zum Beispiel leise geprobt haben, für unsere Verhältnisse leise, dann waren das zum Beispiel zwischen 75 und 80 dB. Ja. Auch sehr lauter Verkehr oder laute LKW, die neben euch vorbeifahren, können solche Lautstärken erreichen. Und das ist so eine Lautstärke, bei der ich mein Gehör schütze, wenn ich sie einer längeren Zeit, wenn ich ihr eine längere Zeit ausgesetzt bin. Also wenn ich jetzt eine Stunde oder 2 Stunden im Proberaum stünde und wir unser Programm üben würden, bei einer Lautstärke von 80, vielleicht 85 Dezibel, würde ich inzwischen auf jeden Fall einen Hörschutz reinmachen. Natürlich würde ich jetzt keinen Hörschutz reinmachen, wenn ich an einem schreienden Baby vorbeigehe und in 30 Sekunden dort wieder weiter bin und das Baby nicht mehr so laut in mein Ohr schreit. Dann würde ich mich da natürlich nicht schützen. Ja. Anders sieht es zum Beispiel aus bei Geräuschen, die noch eine Ecke lauter sind, wie zum Beispiel Krankenwagen, die ihre Sirene anhaben und an mir vorbeifahren, oder ein abbremsender Zug im Bahnhof zum Beispiel, wenn man da sehr nah an den Gleisen steht, dieses Quietschen, das kann auch sehr laut sein, dieses Geräusch. Das sind Situationen, wo ich mir tatsächlich die Ohren zuhalte. Und manchmal stehe ich da als Einziger am Bahnhof oder als Einziger an der Kreuzung oder an der Straße, wenn ein Krankenwagen vorbeifährt, und halte mir die Ohren zu. Und da wäre ich durchaus auch mal schief angeguckt, aber das ist es mir einfach wert. Ja. Früher habe ich das nicht gemacht, seit meinem Tinnitus und seit ich weiß, dass mein Gehör nicht mehr so das allerfitteste ist, mache ich das lieber, weil ich denke mir dann auch so, jedes kleine bisschen, was da drauf kommt, selbst wenn es nur ein kleines Müh ist, summiert sich ja irgendwann auf. Und das macht dann den Unterschied, ob ich mit 60 ein Hörgerät bekomme oder vielleicht erst mit 70. Ja? Und deswegen schütze ich meine Ohren tatsächlich auch in solchen Situationen. Wo ich es nicht schütze, ist sowas wie Staubsaugen oder solche Geschichten. Das habe ich früher gemacht, während ich meine Hyperakusis auch hatte. Bei meiner Form von Hyperakusis, das trifft nicht auf jede zu, ja, aber bei meiner Form von Hyperakusis war es wichtig, dass ich solche Geräusche auch zulasse, um mein Gehör nicht in die falsche Richtung zu konditionieren sozusagen. Aber das kommt darauf an, wie die Hyperakusis bei euch funktioniert und wie euer Hörverlust funktioniert. Ja. Aber das sind so Geräusche im Haushalt, wie Staubsaugen zum Beispiel, wo ich mich nicht mehr schütze. Das ist nichts, wo ich mir einen Hörschutz reinmachen würde. Wie gesagt, die nächste Stufe dann sind leise Proberaumproben, zum Beispiel um die 80 dB, 85 dB. Aber da mache ich dann schon einen Hörschutz rein, wenn ich da nicht nur 2, 3 Minuten dem ausgesetzt bin, sondern wie gesagt längere Zeit. Und alles, was dann so Richtung 90, 100 dB geht, das ist dann so, wenn ich auf einem Konzert stehe, irgendwo mir ein Konzert anhöre, in einem kleinen Club vielleicht und es da ziemlich dröhnt,
und da ziemlich laut ist. Oder wenn ihr in einen Club geht, zum Feiern in einen Club, da sind meistens so irgendwas um die 100 dB. Das ist ja unterschiedlich. Kann ein bisschen weniger sein, kann ein bisschen lauter sein. Kommt auf den Club an und wahrscheinlich auf den DJ, der da gerade steht und was der mit seinem Lautstärkeregler macht, ja. Aber das sind so Situationen, wo ich auf jeden Fall schon, wenn ich reingehe, den Hörschutz trage. Wenn ich merke, das sind 90, 100 dB oder vielleicht sogar mehr oder sehr, sehr laute Konzerte, es gibt Bands, die spielen sehr, sehr laut, auf jeden Fall einen Hörschutz ab Minute 1 bei mir. Ja. Und dann gibt es noch eine Kategorie, die da noch drüber ist. Das sind dann oftmals so, es gibt so Leute, die machen so, das sind so Sportschützen, ja, also die machen so Sportschießen und das sind dann oftmals sehr kurze, impulsartige, sehr, sehr hohe Schalldruckpegel, die teilweise 120 dB und weit, weit drüber sein können. Und da können auch sehr viele verschiedene Maschinen zum Beispiel sein, ja. Flugzeuge zum Beispiel, Düsenjets oder solche Geschichten, ja. Das sind so Situationen, die können instant einen Hörschaden machen. Zum Beispiel auch, was auch dazu gehört, sind Silvesterknaller. Natürlich nicht jeder, also jetzt nicht die kleine Knallerbse, aber es gibt natürlich Leute, die kaufen sich aus, ich sag mal, dem osteuropäischen Ausland irgendwelche Böller, zumindest bei uns ist das gang und gäbe, und schmeißen die dann, wenn man auf der Straße zu Silvester vorbeigeht, einem vor die Füße. Ja? Und das sind so Situationen, wo ich auf jeden Fall auch, also wenn ich Silvester rausgehe, setze ich einen Hörschutz auf oder beziehungsweise mache mir meinen Hörschutz, den ich auch im Proberaum benutze, in die Ohren. Und das kam mir schon das eine oder andere Mal zugute, wenn so ein Ding direkt neben mir explodiert ist. Ja. Also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig. Also alles, was so Geräusche betrifft, um die 80 dB, vielleicht 85 dB, da mache ich, wenn ich länger ausgesetzt bin, den Hörschutz rein. Und alles, was dann noch da drüber geht, was dann wirklich so richtig, richtig laut wird sozusagen, da mache ich ihn ab Minute 1 rein. Ja. Also direkt in dem Moment, wo ich den Raum betrete oder in die Situation komme. Man kann es natürlich nicht immer vorhersehen. Ja. Man kann natürlich nicht wissen, wenn man auf der Straße steht, ob da jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million irgendjemand einen Böller wirft, obwohl es gerade Juni ist oder sowas. Ja. Aber wenn man es sich schon denken kann, wie zum Beispiel, man geht Silvester raus auf die Straße, dann kann man da auf jeden Fall vorausplanen und sich sowas vielleicht in die Ohren packen. Aber was ich für mich gemerkt habe, in meinem Tinnitusfall, in meinem Hörverlustfall und bei meiner Hyperakusis, was kontraproduktiv für mich war, war, wenn ich mich zu sehr geschützt habe vor zu vielen Alltagsgeräuschen. Einfach aus dem Grund, weil ich dann mein Gehör dahingehend oder also mein Kopf richtig gehend dahin konditioniert habe, dass alle Geräusche um mich drumherum eine Gefahr sind. Und ich bin dann schon wie so ein Ninja hier draußen rumgelaufen und habe Angst gehabt, wo könnte jetzt ein Geräusch entstehen? Oh, da kommt ein Auto. Oder muss ich schon aufpassen, mir die Ohren zu halten? Also, wenn man es so übertreibt, bringt man sich in so eine Sorgen-, Panik- und Angstsituation, dass das echt kontraproduktiv sein kann und man ständig in so einer übermäßigen Achtsamkeit ist, das Gehör übersensibel wird, weil man das ja signalisiert als Anweisung für den Kopf, das so zu handhaben und das Gehör so sensibel zu machen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Trifft, wie gesagt, nicht auf alle Situationen zu. Es gibt Formen von Hyperakusis, da kann es auch durchaus ein Problem sein, wenn man sich dem aussetzt, auch schon bei niedrigeren Lautstärken. Aber das war bei mir nicht der Fall und deswegen habe ich das für mich so gehandhabt. Wie könnt ihr das Ganze jetzt rausfinden, wie laut überhaupt Dinge sind? Ihr könnt zum Beispiel einfach mal online danach schauen. Es gibt gute Übersichten, wo ihr das quasi so als Kategorien seht. Also von der bis zu der Lautstärke sind, ja, da sind was weiß ich, startende Flugzeuge drin und ein Rockkonzert und dies und jenes. Oder in der und der Lautstärke, was weiß ich, paar 60 dB oder so, ist ein normales Gespräch, was man führt. Ja. Wichtig ist, dass man bei der Skala darauf achten muss, dass die nicht so funktioniert, wie man denkt. Also wenn man von 90 auf 90 dB die doppelte Lautstärke haben möchte, rein rechnerisch, dann sind das nicht 180 dB, sondern schon bei 10 dB, glaube ich, verdoppelt sich die Lautstärke. Also die ist nicht so linear, wie man sich das üblicherweise vorstellt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Das ist die eine Möglichkeit, einfach zu gucken bei solchen Listen, was ist wie laut und daraus schließen, ab wann schütze ich mich, ab wann möchte ich einfach mir einen Hörschutz reinmachen. Die zweite Möglichkeit, was ihr auch machen könnt, es gibt Lautstärke-Messgeräte, die kann man nutzen oder ganz einfach, wie ich das auch gemacht habe. Und ich habe das neben Lautstärke-Messgerät gelegt und getestet, sind Handy-Apps.
Es gibt da ganz sinnvolle Handy-Apps, die ganz gut funktionieren. Ja, wenn man das Telefon natürlich richtig hinstellt und nicht vielleicht gerade aufs Mikrofon, was das Geräusch auffängt. Aber ich habe das getestet mit einem ordentlichen Lautstärkepegel, also Schalldruckpegel-Messgerät. Und das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen, mit dieser Handy-App. Also es war kein großer Unterschied festzustellen. Also gibt es da auch kostenlos sehr viele Apps, die ihr da mal ausprobieren könnt und gucken könnt, was ist jetzt wie laut. Passt nur auf, dass ihr da nicht in so einen Wahn verfallt und alles wie verrückt ausmesst und bei jeder Kleinigkeit überlegt, ob ihr da jetzt einen Hörschutz reinmacht oder nicht. Man kann alles übertreiben, was in die Richtung geht. Wenn es denn dann um den Hörschutz geht und ihr überlegt, was ist der passende Hörschutz für euch, werft mal einen Blick in das Video, was ich da verlinke. Das habe ich vor einer Weile gemacht. Da rede ich generell darüber, was für Hörschutz ich in welchen Situationen benutzt habe, was ich alles ausprobiert habe und welcher für mich zum Schluss der sinnvollste war. Man kann sehr viel Geld für Gehörschutz ausgeben. Das ist für manche Leute sinnvoll, die Dinge professionell oder als sehr ausgereiftes Hobby machen, ja, und sehr oft auf Konzerte gehen zum Beispiel. Aber es gibt auch Lösungen für einfach nur Lärm ausblenden, ja, wenn man Baustellenlärm oder anderen Lärm ausblenden möchte, so Kapselhörschutz oder sowas oder so eine kleine Ohrstöpsel, die man sich einfach reinsteckt, die man so zusammenkneten kann oder sowas. Und es gibt auch Zwischenlösungen für Leute, die vielleicht mal gelegentlich auf ein Konzert oder in einen Club oder auf eine Veranstaltung gehen. Die kosten dann relativ wenig und tun aber einen guten Job. Man kann dann für die letzten 10, 20% noch mehr Leistung, kann man natürlich noch mal das Zehnfache am Preis bezahlen und sich einen anpassen lassen, ja. Aber guckt einfach in das Video rein. Ich verlinke euch das in der Infobox und ich verlinke euch das auch nochmal in der Videobeschreibung unter dem Video. Und da könnt ihr nochmal gucken, ob ihr da vielleicht für euch das Passende findet. Ich habe in dem anderen Video, glaube ich, auch einen Hörschutz verlinkt, den ich ganz gut fand. So für Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal. Werft einen Blick drauf, wenn das für euch relevant ist. Ich hoffe, das Video gibt euch so ein bisschen Einblick, wie ich das gehandhabt habe. Denkt dran, seid ein bisschen vorsichtig mit der Überlegung, wann schütze ich? Muss ich es mit meinem Zustand überhaupt schützen? Könnt das auch mit dem Arzt abklären, ob ihr vielleicht eine Form von Tinnitus, Hörverlust, Hyperakusis habt oder sowas, bei der das vielleicht schon eher besser ist oder bei der es vielleicht besser ist, wenn ihr euch auch mal dem Ganzen aussetzt und ein paar Geräusche, die eigentlich okay sind, zulasst, damit ihr euch nicht zu sehr auf diese Überempfindlichkeit versteift. Aber das ist zumindest meine Erfahrung, wie ich sie gemacht habe und wie das für mich ganz gut funktioniert. Und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen von euch auch. Wenn das so ist, lasst mir gerne so ein Thanks da unter dem Video. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.